Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Hannover Defenders. Warum mache ich heute diesen Clip? Zum einen möchte ich euch hier dieses Wappen auf den Panzern zeigen, weil das sonst immer in den Replays nicht zu sehen ist. Leider, leider, leider. Warum ist das wichtig? Das waren Tage Arbeiten, hin und her feilen, umgeändert, abgeändert und sind wir stolz drauf. Zum Zweiten sind wir stolz drauf, weil wir mit HD nun seit gut 2010 als Clan aufgestellt sind. Wir haben nach wie vor zwei, drei Gründungsmitglieder, so möchte ich es hier mal betiteln, mit im Clan. Wir sind ein kleiner Feierabend-Fun-Clan. Spielen das aus Spaß und der Freude, entstanden aus einem Battlefield-Clan und irgendjemand hatte dann mal WoT mitgebracht und seitdem kleben wir auf WoT. Wir haben natürlich Zuggefechte, Teamgefechte gemacht, haben uns unterhalten, also wir treffen uns einmal im Jahr, kennen uns also auch real ausgetauscht. Das ist in den letzten Monaten, Jahren, vielen macht das Spiel keine Freude mehr oder weniger Freude als früher. Auch mir geht es ab und zu manchmal so, dass ich sage, boah, ist das, was ist aus WoT geworden? Auf der anderen Seite ist es nach wie vor ein Spiel, was durchaus seinen Reiz hat und ich es nach wie vor gerne spiele und mir auch natürlich den ein oder anderen Clip anschaue. Und also bei Battlefield hatte ich so das Gefühl, oder ich habe nicht darauf geachtet, da gab es gar nicht mal so viel, aber bei WoT gab es dann Leute wie Grummel beispielsweise, der nun WoT nicht mehr moderiert, sondern andere Online-Spiele. Jemand wie Maus ist aufgefallen, der dieses Spiel aufgesaugt hat wie ein Schwamm und ein sehr guter Spieler, ehrgeiziger Spieler und alles weiß, sehr, sehr, sehr viel über das Spiel weiß und dementsprechend halt auch sehr, sehr gut ist. Wie gesagt, Grummel, Maus, Mailand, Motality, Synossi. Es gibt auch einen englischsprachigen Streamer, YouTuber, ich komme auf seinen Namen jetzt gerade nicht, finde ich auch ganz gut. Allerdings ist mein Englisch nicht so prall, als dass ich darüber groß berichte, dann bleibe ich bei den Deutschen. Akku ist mir halt mal aufgefallen vor ein paar Jahren, da war er mit seiner Badget unterwegs, ein bisschen, ich sage jetzt mal prollig, aber durchaus ein, hat seinen Unterhaltungswert. Und Hut ab, sowohl an Maus, Mailand, als auch Akku, jeden Tag, wirklich jeden Tag ein Clip einzustellen, das ist schon Respekt, Respekt. Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, das ist unheimlich viel Arbeit, man muss es bearbeiten, schneiden, wie auch immer. Und das dauert eben seine Zeit. Und es gibt immer den einen oder anderen Kommentar oder man kann sich über alles auslassen oder Kleinigkeiten, die für einen selber unwichtig sind, sind für andere maßgeblich wichtig. Hier bei HD, der Sound ist halt nicht so pralle. Das tut mir leid. Ich habe hier schon etliche Sachen probiert mit Soundkarte etc. pp. Mikrofon gewechselt. Ich krieg's leider nicht besser hin. Ich arbeite dran. Ich werde mir bei Zeit mal ein anderes Mikro holen und hoffe, dass dann der 99% mit der Tonqualität zufrieden sind. Bis dahin müsst ihr erstmal damit leben. Um auf diesen Videoclip zurückzukommen, ich habe es halt nur angemerkt, war erfreut darüber, dass war selbst erstaunt darüber, dass eben doch so viele Aufrufe in wenigen Wochen da sind, hat HD eine etwas, ja,
ein Stück mehr Plattform zum Verbreiten. War aber insofern überhaupt nicht beabsichtigt. Ich wollte einfach nur anmerken, dass mir die Art und Weise von Akku in dem Moment, das ging mir total auf den Arsch und darüber habe ich mich aufgeregt, beziehungsweise wollte ich das einfach anmerken oder wollte darüber einen Clip machen, das habe ich getan. Ich würde auch einen Clip von Mailand machen oder Maus oder wen auch immer, wenn es mir eben auffällt, wo ich sage, das ist mir aufgefallen und war mir wichtig, das mitzuteilen, und so ist das halt. Und da, hier gibt es natürlich auch einige Kommentare, ich hatte den Fehler gemacht und hatte in dem Clip mit Akku dann angenommen, dass der 705A mit dem Akku unterwegs war, als zweiten Munitionstyp die Hash-Munition geladen hat, aber dieser Panzer hat nun Heat, das wurde mir angekreidet, dass ich es getan habe. Sorry, Schande über mein Haupt. Ich arbeite dran und ja, werde nach wie vor, wenn es irgendwas gibt, wo ich sage, okay, fällt mir auf, möchte ich gerne weitertragen, werde ich mich nicht aufhalten lassen, werde dann trotzdem einen weiteren Clip machen. Ja, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, hinterlasst ein Like oder einen Kommentar. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und sage Tschüss, euer Terrorzwerg.